Willkommen bei Backleben. Heute machen wir Knusperbaguette. Für unser Knusperbaguette brauchen wir Weizenmehl, Salz, Weizensauer, Hefe und kaltes Wasser. Besonderheit, brauche hier keine Küchenmaschine, das rühre ich alles von Hand an und auch nur 2 Minuten. Danach bleibt dieser Teig 8 bis 10 Stunden abgedeckt bei Zimmertemperatur im Topf, damit er Aromen entwickeln kann und so schön aufgeht, damit daraus auch schöne Baguettes werden. Zeige ich euch dann. Also fangen wir gleich mal an damit. Zuerst, wie immer, die Hefe in meinen Topf. Einmal in die Mitte. Dann kommt der Weizensauer, Wasser auf das Ganze und an der Stelle ein bisschen verrühren. Ihr seht schon, der Weizensauer löst sich schön auf, geht ganz wunderbar. Übrigens, man kann das auch ohne Weizensauer machen, wird auch ein Baguette, aber ich finde das mit Weizensauer einfach ein bisschen schöner, stabiler, kriegt einfach eine andere Struktur. Mein Salz kommt ins Mehl, wie immer, und wie immer ein bisschen vorverteilen. So, und der ganze Akt ist hier schon fast vorbei, denn ich gebe das Mehl jetzt auf meine Flüssigkeit, verrühre das 2 Minuten von Hand und wie gesagt, dann kommt es schon in die Teigruhe. Nach 2 Minuten von Hand verrühren habe ich jetzt diese Konsistenz und mehr braucht es auch nicht. Es ist weich. Genau passend. Und wie gesagt, jetzt decke ich ihn ab mit Folie. Ja, und in 10 Stunden schauen wir uns das Ding nochmal wieder an. So, ich habe jetzt hier natürlich für unsere Aufnahmen zum Knusperbaguette schon einen Teig vorbereitet, den ich nach dem Rezept gemacht habe, wie ich euch gezeigt habe. Der war jetzt tatsächlich 10 Stunden in der Teigruhe. Und nach 10 Stunden Teigruhe bei Zimmertemperatur schaut er so aus. Da kann man jetzt schon sehen, wie toll der gekommen ist. Ein Tipp an dieser Stelle. Ihr könnt den Teig machen und stellt ihn in den Kühlschrank. In dem Fall empfehle ich euch, macht ihn abends. Und wenn ihr morgens frische Baguette wollt, nur mal als Zeitbeispiel, um 7 Uhr rausnehmen, kurz akklimatisieren lassen im Topf, 7:30 könnt ihr das rausnehmen, fertig machen, aufmachen und sofort in den Ofen schieben. Ihr habt um 8 Uhr die schönsten Baguette, die ihr euch vorstellen könnt. Zeige ich euch aber jetzt, wie das geht. So, jetzt holen wir den da raus. Natürlich braucht das Mehl. Auch wieder ein kleiner Hinweis, man kann das auch mit nassen Händen machen. Also einfach mit Wasser und überhaupt kein Mehl nehmen, um den rauszuholen. Kann man machen, ich kann das nicht machen, weil ich finde, das ist eine einzige Pritschelei. Ich mag das einfach nicht. So, das ist jetzt ein bisschen... Da der natürlich so gut durchfermentiert ist, hängt er auch echt gut zusammen. Der hat also eine echt tolle Struktur. Ich gebe dem jetzt auch Struktur, indem ich den Teig vorsichtig ziehe und falte, wie ihr hier sehen könnt, und mache daraus ein Rechteck. Wenn man genau hinschaut, man kann überall sehen, wie wunderbar dieser Teig gegoren ist, wie er aufgegangen ist, wie er sich entwickelt hat. So, dieses Rechteck decke ich jetzt ab mit meinem Backtuch. Und gebe dem Teig nochmal 30 Minuten Zeit, sich zu entspannen. Dann teile ich den ein und mache daraus 3 sehr schöne Baguette. Sagen wir mal, bis gleich. Der Teig für unsere Knusperbaguette hat jetzt 30 Minuten Entspannungszeit nochmal gehabt. Wir erinnern uns, ich habe eben dort schönes Rechteck von gemacht. Und jetzt mache ich daraus 3 Baguette. Das heißt, ich teile mein Rechteck in 3 möglichst gleiche Teile. Das auch vorsichtig. Das schon mal zur Seite. Mehl ist hier sicher gefragt. Das gleiche mache ich damit. Und damit. So, jetzt habe ich hier 3 schöne Kissen. Das drehe ich mir so ein bisschen ins Mehl. Ich mache wirklich keine große Aufarbeitung mit so einem Baguette, sondern bei diesem ersten hier, da gehe ich hin, schwinge das ein bisschen durch, schwinge das noch mehr durch. Ich schwinge das noch ein bisschen durch und mache mir daraus so ein Teigstück. Jetzt nehme ich das und drehe es gegeneinander. Richtig gut drehen.
Das kann es vertragen. Ihr seht schon, wie viel Gare da drin ist. Und diese Gare geht auch durch das Drehen nicht raus, ganz im Gegenteil. Ich gebe dem Ganzen etwas Stabilität und lege es jetzt gemehlt auf dieses Blech. Und wie ihr seht, ist es gar nicht unbedingt so einfach, wenn der Teig sich an die Finger klebt. Aber das soll er auch, das ist völlig in Ordnung. Das zeigt mir nur, dass er richtig gut ist. So, das ist mein erstes. Ich gebe noch ein bisschen Mehl drauf, damit es hinterher auch einen schönen rustikalen Charakter hat. Dies hier möchte ich ein bisschen anders gestalten, dann mache ich es nochmal so. Falte es ein wenig ein. Wie gesagt, ihr seht, ich brauche viel Mehl dazu, weil das ist wirklich ein Teig, der hält sich an allem fest, wo er kann. Und jetzt gebe ich dem einfach nur noch Struktur dadurch, dass ich den Teig hier so rüberhole und in der Mitte ein wenig andrücke. Das war's auch schon. Jetzt rolle ich den einfach nur noch vorsichtig. Und ich rolle, ich presse nicht, ich rolle. Und ich schwinge. Und ich rolle wieder. Jetzt ist hier nicht ganz so viel Teig wie bei dem ersten. Folglich wird das Baguette ein wenig kleiner. Nochmal ausgezogen. Das ist schon mein zweites. Das mache ich deshalb, den lasse ich unbehandelt und den schneide ich gleich noch ein. Auch hier wieder ein wenig Mehl drauf. Ja, und hier mache ich es auch so. Ich schwinge es etwas durch. Lege die Enden rein. Ziehe es einfach so rüber, drücke vorsichtig mit meinen Fingern, die übrigens immer mit Mehl bestäubt sind, weil sonst bleibe ich wirklich hängen an dem Teig. Und auch hier kann man sehen, wie viel Gare da drin ist, das heißt, wie viel Wumms dieses Brot hat. Und das ist auch der Grund, warum ich hier keine Stückruhe mehr gebe, sondern das kommt aufs Blech und so wie es ist, kommt es dann in den Ofen. Mit reichlich Dampf in meinen Ofen bei 230 Grad. Schaut bei eurem Ofen, ob es ähnlich ist. Kann 235 sein bei eurem Ofen, 240, das weiß ich nicht. Aber in dieser Größenordnung muss das abgebacken werden. Die Hitze ist sehr wichtig, sonst wird es kein Knusperbaguette. Jo. Das forme ich jetzt hier noch ein bisschen nach. Und es darf unegal sein. Es soll ja rustikal sein, es soll ja einen schönen, knusprigen Charakter bekommen. Und da gehört auch das Erscheinungsbild, denke ich, immer dazu. Und wenn es gelackt ist wie ein lackiertes Auto, wer will denn so ein Brot essen? So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier das Papier ein bisschen kleiner gemacht, weil sich das sonst durch den Umluftherd nach oben biegt durch die Luft. So, jetzt kriege ich das nochmal einen Schnitt. Hopp. Immer beherzt drüber mit dem Schnitt, gar nicht lange fackeln. So nehmen und so geht es jetzt in den Ofen für 20 Minuten. Dann ist es nämlich fertig. Die Knusperbaguette waren jetzt 23 Minuten im Ofen. Zumindest in meinem Ofen 23 Minuten bei 230 Grad. Sie, wie man hören kann, sind knusprig. Sie sehen toll aus von innen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Eine schöne große Porung, eine sehr elastische Krume. Sie sind knackig, sie sind frisch. Sie halten sich auch zwei Tage, weil am nächsten Tag würde ich die nehmen. Einmal ein bisschen ganz leicht einsprühen, nur bei 160 Grad für 6-7 Minuten in den Ofen sind die wieder wie neu. Sehr, sehr lecker, sehr nachhaltig im Geschmack und wie gesagt, einfach zu machen, wenn man es abends mal macht und will morgen frische Baguette. Ich habe es ja schon mal erklärt, geht ganz gut bei dem Tag. Wenn euch unser Video gefallen hat, schickt mir eure Kommentare und eure Ideen. Alles beantworte ich natürlich relativ zeitnah. Manchmal dauert es ein bisschen, weil wir auch viel zu tun haben, aber ich gebe mir sehr viel Mühe dabei. Ja, die Beschreibung und auch das Rezept zu diesem Video findet ihr unter unserer Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und Spaß gemacht und sage alles Gute, bis in 4 Wochen bei Backleben. Dankeschön. Willkommen bei Knusperbaguette. Heute machen wir Backleben. 550er Sack, 37, 29, 5. Und wir haben auch Zutaten. Fein gesiebtes Insektum. Ich hab jetzt weiß, aber ich bin so geistig geworden. So können wir arbeiten. Einfach mal den machen, wie man es macht. Wie bescheuert. Ich glaube, wir sollten. Ich hoffe, du hast da noch einen Meter Film, das machst du noch einmal. Das war nur scheiße. Warte. Das hat Sachen aus dem Kopf kriegen. Für unsere Knusperbaguette brauchen wir auf. Du bist so bescheuert.